Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich hier bin. Weil, also ich spiele nicht mit. Ich bin absolut beschissener Fußball. Das müssen wir, glaube ich, noch einmal wiederholen. Richtig, das war in der Schussstärke eine 8. Bro, ich bin Scheiß drauf, Digga. Da rechts sehen Sie Marcel Skorpion. Der wurde jetzt für eine Dreiviertelstunde nicht eingewechselt. Okay. Hey Nico, wenn du noch mal ganz kurz die Situation erklären könntest, weil Saschas Team läuft ja hier rum. Und Sascha ist ja auch hier, oder? Also ich muss wirklich sagen, als Team-Captain hat man hier die Verantwortung über sein Team. Man ist dafür zuständig, dass die Prozesse hier reibungslos ablaufen. Mhm. Das Turnier hat begonnen um 12 Uhr. Ja. Jetzt haben wir jetzt 13.15 Uhr. Ja. Sascha ist jetzt noch nicht da. Die hatten auch schon ein Spiel. Haben wir vorhin das Team interviewt, wie es denn aussieht, ob der Kapitän da auch gute Motivation ins Haus reingebracht hat. Hat er gemacht. Demnach war das der Fall. Er hat eine Videonachricht in die Gruppe geschickt. Ganz genau. Meint Jungs, hilft's Ding. Also ihr spielt jetzt tatsächlich Saschas Team ohne Sascha gegen das Team von Sydney, mit Sydney. Wieso spielst du nicht? Ich hab einen Kapselriss oben links, hinten bei Schulter. Also Sascha kennt sein Team tatsächlich nicht mal, deshalb ist er auch nicht hier. I'm big fan, can we have photo, girl? Mr. Amar, can we make photo, please? Sorry, man. Mr. Amar, can you come quick for photo? We need breakfast for tomorrow at 12. Mr. Amar, quick photo, please. I would like to have like a breakfast from Team Nikos here. Quick photo with Mr. Amar. Mr. Amar, how do you feel about your upcoming game? Where's my cutter, man? What the f***? What are you doing, man? What the fuck? Why the fuck? Mr. Amar, please calm down. How do you feel about your upcoming game, man? Okay, our upcoming game is against Unsympathic TV. Yes. He was with us in Mykonos. Yeah, the coach, the team captain is not here, right? Hey, schön, dass du es auch geschafft hast. Hey, gerne, Mann. Hey, warum hast du mich gestern Abend angerufen und plötzlich FaceTime angerufen und dann wollten irgendwelche Leute mit mir heiraten? Yes. Ja. 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 Nein. What the fuck? Wir haben jetzt noch eine Chance. Wenn wir jetzt verlieren, sind wir raus. Ich werde kurz den Gegner abbrechen. Das sind halt Profitaktiken, ne? Da steigt man nicht hinter als Sportleiter. Oh, Junge! Lass nach vorne, er läuft richtig glücklich, keiner hat den Ball. Hier ist so ein Hooligan auf jeden Fall. Ach, das riecht ja mal aufdrehen hier, Alter. What the Hey! 2 Minuten! Entschuldigung. Muss er rein! Pfeif! Pöbelnde Väter einfach, die so Bambini-Turnier von ihren Kindern. Mit. Kannst du vielleicht ein paar stellvertretende Worte für Saschas Team ganz kurz sagen? Ja. Wie machen die Jungs sich? Wo ist das Problem? Wo siehst du die Stärken, wo siehst du die Schwächen? Als Team-Captain, jetzt auch stellvertretend. Also für Sascha jetzt? Für Sascha, weil der leider nicht kann. Es liegt tatsächlich, glaube ich, die Mannschaft ist ein bisschen demotiviert. Weil? Es liegt ein bisschen was in der Luft mit Sascha. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Was denn? Durch die ganze Thematik. Ja, was denn? Mit dem ganzen Klicks kaufen und der ganzen Sache. Ach, deshalb? Und da ist das Team natürlich ein bisschen am Boden zerstört. Klar, weil der Captain sie hintergangen hat. Ganz genau. Und da muss der Team-Captain jetzt einmal kommen, auf den Tisch schauen, Machtwort sprechen. Ja, komm, muss er auf jeden Fall. Hey, können wir dich kurz für ein Interview haben, ganz kurz? Ja. Du bist jetzt tatsächlich gewechselt zu PSG. Wie sehr tut es dir weh? Ja gut, meine Traurigkeit hat sich sehr schnell in Freude umgewandelt. Mhm. Mit Mbappé und Neymar zu spielen ist ja eigentlich schon ganz nice, ne? Ja. Und Cristiano kommt auch noch nächsten Sommer. Also würdest du sagen, dass das tatsächlich ein absolut faires Line-Up ist für eine Champions League, oder? Ja, Fair Play und Salary Cap wurde eingehalten. Ja genau, Financial Play ist tatsächlich auch, also Financial Fair Play ist ja im Fußball ein großes Ding. Genau. Mach mal mehr Fotos, ja? Mehr Fotos. Aber mach animierte Fotos. Ja. Lass ein paar Pausen machen. Wie lief's? Gewonnen? Hinten standen wir defensiv in der Wand. Vorne vor allem über die Flügel aggressiv, okay, offensiv aber gespielt. Hast du gewonnen? Natürlich. Alles klar, perfekt. Oh ja, letztes Mal hatte ich das wirklich hier. Ja, ich habe einmal geschossen und konnte nicht mehr laufen. Perfekt. Genau das wollen wir jetzt von dir sehen, mein Lieber. Das war ein Lattenschuss. Nee. Das war dran. Hey, Kollege! Hey, Kollege. Achtung! Hey, Kollege. Hör auf, du bist hier. Ja, sorry, ist ja ein öffentliches Event. Ja, du hast recht. Kinder. Mann! Sascha ist tatsächlich jetzt auch endlich als Team-Captain da. Sascha! Sascha! Wir führen gerade. Wir führen gerade. Er kommt an. Wir führen gerade. Ja. Ah! Ja, eine Sekunde, ich spiele gerade mit meinem Team. Können wir? Sascha, bitte. Sascha, einmal für die Presse vielleicht kurz. Sascha. Baby, eine Sekunde bitte. Wo warst du die ganze Zeit, fragt sich dein Team. Hey Sascha, cool, dass du hier bist, Mann. Mann, Sascha, ich finde es auch cool, dass du hier bist, Mann. Das war Sascha Hellinger. Geh mal bitte kurz aus dem Bild. Wir machen hier gerade Sportberichterstattung. Nein, Bro. Oh, nee, Digga. Hey Sascha. Auf dem Platz. Hey Sascha.
wenn sie 6-0 führen, ist auch entspannt. Das waren das. Das waren gegen mich. Dein Team hat sich jetzt mehrfach gefragt, wo du bist. Okay, gegen dein Team. Ah. Aber ja. Es ist immerhin schön, dass du jetzt hier bist. Die waren strong dann, oder? Dein Team hat rasiert. Payne ist richtig aufgedreht heute. Der ist in der Captain-Rolle aufgegangen. Hast du noch einen Kaugummi? Nee, im Auto. Ah, schade. Gar nichts. Ich hab mir gerade den Fuß gebrochen. Was jetzt, Scorpion? Wie geht's dir, Mann? Na, wie geht's? Alles klar. Wie liebst du jetzt? Also ich glaube, dass ich der schlechteste Spieler des Turniers war. Das stimmt nicht. Ich habe nicht mitgespielt, tatsächlich. Ja, okay, aber dann hast du ja auch nicht mitgespielt. Dann warst du es ja auch nicht. Das stimmt. Ja. Ihr seid scheinbar schon ausgezogen. Du bist ausgeschieden. Du bist scheinbar schon umgezogen. Ja. Was ist passiert? Fass ganz kurz mit deinen Worten zusammen. Also... Auf den Sonntag. Alle kommen jetzt hier vom Fußballspiel und jetzt kommt der HSV, Jeffrey. Macht er ihn rein? Er macht ihn nicht! Womit hält ihn mit dem Sack? Jetzt eingehalten und jetzt... Bei Eli Geller steht im Finale, das ist ja einfach... Samar, you lost the tournament. Yeah, but I want Bierchen. You have the Pietro Lombardi style, Mr. Amar. Okay. So, merging to the cap, Mr. Amar, I can give you very nice... very good, Mr. Amar. Now we go for the backpack, Mr. Amar, okay. For your bag, so you can yes. have all your stuff in there, Mr. Amar. Wait, stay down. I said, okay. Mr. Amar, I can give you a nice backpack for the bag as well, Mr. Amar. Yes. So you put it up front, Mr. Amar. It's really nice, okay? Yeah. And now, this is good outfit, Mr. Amar. Wait. Okay. This is your drug, Mr. Amar, yes. Okay. And you hold it like this. And you say, Straßenkicker. Straßenkicker. It's very nice, Mr. Amar. Thank you. The whole outfit comes costly around 1,000 euros. Mr. Amar, this is haute couture, but I make you special price. Normally it's 1,000. I give you 20 euros. Okay. 20 euros, Mr. Amar. We can. Bis hierhin war das Video gut. Alles klar. Warum? Komm, dann scheiß drauf. Dann verpiss dich, dann gibt's hier heute kein Umstyling für dich. Wenn du nicht willst, dann gib auch die Sachen zurück. Und zieh es aus. Was für eine Kurschluss. Das war's dann auch an der Stelle von diesem wunderschönen Video. Vielen Dank für die Einladung. Ach nee, ich war ja gar nicht eingeladen. Einen wunderschönen Tag. Dina, du bist nicht Teil dieses Videos. Nein, auf Wiedersehen. Schade. Mein Lieber. Mal. Ey, kommt das ins Video? Was? Wenn ein Tornado exit. Nee. Ja, das muss man machen. Wie viel ist das? 0,33. Let's go. Entzündet. Nee. Machen wir die alle. Tornado! Gehirn ist eingefroren. Ah. Dio. Sehr entspanntes Sportturnier für mich. Ein Lappen. Mein Lieber, Dankeschön. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Hey Gina, wenn du jetzt noch einmal ins Bild Ich mach doch gar nichts. Hau ich dir ein. Ciao.